Entschuldigung. Hi. Hi. Möchtest du mit mir auf ein Date gehen? Mann, hast du das gesehen? Ich war echt nervös an dem Tag. So, wie du das schaffst und wieso du als schüchterner, verkopfter Mann dennoch Chancen hast und nicht nur keine schlechten Chancen, sondern richtig gute Chancen hast, die tolle Frau, die schöne, intelligente, smarte Frau, auf die du stehst, die du so toll findest, auch zu erobern, erzählen wir dir in diesem Video. Nämlich, ich möchte dir hier wirklich mal das Geheimnis aufbereiten, wieso, wenn du verkopft bist und eher schüchtern bist, du trotzdem das Leben leben kannst, das du haben möchtest, mit der Frau an deiner Seite. Wie du das schaffst, da werden wir heute den ersten super wichtigen Schritt mitgeben, den du sofort loslegen kannst. Mein Name ist Andy Friday, mit dabei wieder Makako Kim. Wenn du übrigens das Video noch nicht gesehen hast, wo ich 53 Frauen anspreche und nach einem Date frage, klick hier hin, schau dir das Video an, um einfach mal einen Geschmack dafür zu bekommen, wie nervös ich an dem Tag war. Und dass ich das trotzdem geschafft habe, das liegt an diesem Geheimnis, das wir dir jetzt erzählen. Tja, warum passiert nichts? Warum gehen wir raus? Warum lernen wir Leute kennen? Aber es passiert einfach nichts. Es gibt dafür sehr viele Gründe und sehr viele Richtungen, aus denen wir an diese Ursache herangehen können. Aber ich möchte dir heute eines der effektivsten mitgeben, weil es sofort umsetzbar ist. Und zwar ist es eine andere Erwartungshaltung. Warum andere Erwartungshaltung? Gerade wir Deutschen haben eine Kultur der Passivität. Das betrifft ganz viele Lebensbereiche, aber es ist sehr, sehr erkennbar an unseren Vokabeln. Die Art, mit der wir unseren Tag und wie wir den Tag gerne hätten, beschreiben. Du kennst bestimmt solche Sätze wie, ja, ja, so ist es, muss ja, kannst nichts machen, was noch, es ist, wie es ist. Ja. Und eines der, eines der schlimmsten, ja, mal schauen, was sich ergibt. Und wir haben das beigebracht bekommen. Wir haben beigebracht bekommen, solche Sätze zu verwenden, weil sie nicht großkotzig klingen. Und nehmen wir jetzt einfach mal zum Vergleich die amerikanische Kultur und gerade der amerikanische Sprachgebrauch, der für uns Deutschen oder Westeuropäer manchmal etwas überheblich klingt. Und ob das so ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber die Amerikaner haben schon, was ihre Wortwahl angeht, einen Vorteil gegenüber den Passiveren. Denn ihre Wortwahl bringt sie mehr in die Aktion. Schon 100-mal gehört, wenn du an Amerikaner denkst, welche Sätze sind denn dort eher normal? Let's go, let's do this, come on, here we go. I'm good to go. I'm good to go. Das sind alles impulsgebende Sätze. Ja? Im Deutschen haben wir das auch, los geht's, legen wir los. Aber seien wir mal ehrlich, wie oft verwenden wir das und wie oft verwenden wir, naja, so ist es eben. Und das ist ein großer Unterschied, weil es zeigt unsere Erwartungshaltung, und das soll jetzt keine Diskussion werden über verschiedene Kulturen und wie das, in welcher Kultur das besser oder schlechter ist. Darum soll es nicht gehen. Ich möchte dir hier nur ein Beispiel illustrieren, dass du vielleicht in deinem eigenen Leben, wo du dich wiedererkennst, wo du sagst, ah, tatsächlich, ich verwende diese Sätze auch. Und das ist ein sehr großer Unterschied dazu, welche Ergebnisse du erzielst. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, auf eine Firmenfeier gehst oder einfach nur zur Arbeit oder einfach nur aufstehst und das Haus verlässt, die Erwartungshaltung mal schauen oder es ist einfach, wie es ist, wird dich nicht dahin bewegen, etwas zu tun, was du sonst nie tust. Etwas mal außerhalb der Normalität zu wagen. Wie zum Beispiel mit einem fremden Menschen einfach mal Smalltalk zu beginnen. Jemandem Hallo zu sagen, den du noch nicht kanntest, auf der Straße. Hi, schönen guten Morgen. Das ist komisch, oder? Macht man nicht. Noch so ein limitierender Satz. Macht man nicht. Aber die Menschen, die das machen, das sind Menschen, die einen neuen Rhythmus in ihrem Leben etablieren, welcher sich aufbaut und irgendwann dahin kumuliert, dass sie eine Freundin haben. Viele Wege führen nach Rom. Das heißt nicht, dass du jeden Tag rausgehen musst und 100 Leute begrüßen musst, um eine Freundin zu bekommen. Das will ich damit nicht sagen. Aber es macht schon einen erheblichen Unterschied, wie gewillt du bist, mit anderen proaktiv zu kommunizieren versus wie sehr du erwartest, dass andere mit dir kommunizieren. Und mal schauen, was sich ergibt.
Wenn du diesen Satz mal verwendest, dann spürst du direkt, das ist eine entspannende, zurücklehnende, abwartende Haltung. Mal schauen, was sich ergibt. Es ergibt sich. Ich ergebe es nicht. Es ergibt sich. Das heißt, es schiebt die Verantwortung ab. Auf andere, aufs Universum, auf Frauen, auf alle, nur nicht auf uns selber. Und das macht einen großen Unterschied dann, wenn wir in Situationen sind, wo tatsächlich dein Impuls gefragt ist. Denn ich verrate dir was, alle denken so. Alle denken, mal schauen, was sich ergibt. Und wenn wir denken, tja, warum sollen denn, Frauen sollen auch mal den ersten Schritt wagen. Frauen denken dasselbe von uns. Deswegen sage ich es in meinen Videos ja immer wieder. Mir ist es völlig egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Es ist nur wichtig, dass du als Zuschauer anfängst zu realisieren, ich habe mein Leben in der Hand. Verdammt nochmal. Ich kann den ersten Schritt gehen. Du willst, dass sie was da tun? Gibt es du willst, dass sie was da tun? Gibt es kulturelle, da gibt es kulturelle kleine Feinheiten, die sich unterscheiden zwischen Frauen und Männern. So, wenn ein Mann eine Frau anspricht, dann darf er das ruhig auch relativ direkt machen. Wenn eine Frau einen Mann anspricht, dann ist es kulturell normaler, in Anführungsstrichen, wenn sie das subtiler macht. Ne, da haben wir dieses klassische, sie lässt das Taschentuch fallen von vor mehreren hundert Jahren. So, ich habe mein Taschentuch fallen gelassen. Und dann geht der Gentleman, oh, sie haben ihr Taschentuch fallen lassen. Sie hat ihn damit angesprochen, sie wollte angesprochen werden. Oder das klassische, was wir auch kennen, hast du mal Feuer? Ne? Die Frau spricht an, aber es ist subtil. Aber sie hat den ersten Schritt getan. So, wir können das. Wir können aktiv den ersten Schritt machen und wir müssen dazu nicht sofort alle Eier in einen Korb legen. Aber es ist die Gewohnheit, mit der wir unser Schicksal verändern. Das hört sich so episch an, aber es ist wahr. Wir können unser Ergebnis radikal ändern durch die Gewohnheit, mit der wir durch den Tag gehen. Und eine Gewohnheit von Abwartung, von dieser Erwartungshaltung des Abwartens, ist das komplette konträre Gegenteil. Damit erreichst du kein Ziel. Damit hoffst du, dass ein Ziel dir in den Schoß fällt. Das heißt, wir sollten mal diese ganzen Sätze einfach mal beiseite schieben und realisieren, dass wenn du deine Träume träumst, dann wirst du mit diesen Sätzen niemals es erreichen, dass du deine Träume auch erschaffst. Träume träumen ist gut, aber damit es einen Schritt weiter geht, kannst du nicht erwarten, dass die Träume einfach passieren. Jetzt geht es darum, dass du deine Träume erschaffst. Mir ist bewusst, dass ich mich gerade anhöre wie jemand, der irgendein Motivationscoach, der dir irgendwas beibringen möchte und du sagst, boah, habe ich schon 100 Mal gehört. Aber die Wahrheit ist, es liegt wirklich an uns allen, jeden einzelnen Tag. Es liegt an dir und an mir, unser Leben zu verändern und die Frau nicht nur davon zu überzeugen, dass wir attraktiv sind, weil das ist ja das, was in erster Instanz wir glauben, erreichen zu müssen, sondern durch diesen Prozess des proaktiven Anpackens unseres eigenen Schicksals fühlen wir uns attraktiver. Wir werden attraktiver. Wir sind attraktiv. Durch Selbstbestimmung. Und das durch Selbstbestimmung, durch das, was schon immer in dir war und du dazu stehst und du das einforderst. Nicht, dass du einforderst, dass andere gut auf dich reagieren. Du forderst ein, dass etwas passieren darf. Egal was es ist, auch wenn es nur ein Hallo ist und eine Begrüßung und wenn es nur deine eigene Handlung ist, aber du tust es. Du tust es und das, du siehst schon, wenn wir davon reden, das bringt Rückgrat rein. Du wirst dadurch zu dem Mann, der in dir schon längst steckt, den du aber jetzt gerade noch begräbst. Durch Ängste von anderen, durch eigene Ängste, durch Limitation, durch das macht man nicht. Begraben wir diesen König, der eigentlich in dir steckt, der gütig sein möchte und für andere da sein will und stark ist und mutig ist, tapfer ist. Der ist da, der ist in dir. Und der darf auch erscheinen. Dazu müssen wir anfangen, nicht nur zu erwarten, dass etwas passiert, gar nicht mehr zu erwarten, sondern zu erschaffen. Ich gehe sogar so weit, dass wir sagen, die Erwartungshaltung können wir komplett streichen, Makako. Weil die Erwartungshaltung selber bringt uns in emotionale Abhängigkeit. Ja, vollkommen. Das heißt, wir können das komplett auf den Kopf stellen. Die Erwartungshaltung komplett zu streichen und zu sagen, mir ist es völlig egal, was passiert. Ich werde jetzt einfach nur meinen Tag so nutzen, dass ich am Ende des Tages sagen kann, ich habe was draus gemacht. Das Schönste, ich habe mich nicht einfach nur berieseln lassen. Das Schönste daran ist, du brauchst ja noch nicht mal einen großen Plan für den ganzen Tag, dass du sagst, der Tag wird
ich stelle mir einen Tag vor, dass es so und so ist, dass ich rausgehe, zwei Leute anspreche und dann noch ein Date habe und in den Club gehe und diesen jenen Ziel erreiche. Oftmals reicht es nur für den Moment, einen kleinen Impuls zu setzen und zu sagen, jetzt gerade möchte ich einfach, meine Nachbarin, die ich jetzt schon 10-mal gesehen habe, im Treppenhaus, die ich stumm zugenickt habe, einfach mal guten Morgen sagen. So der kleinste mögliche Impuls. Und nicht nur passiv vorbeizugehen und mich dann zu fragen, so, die grüßt nie. Ich meine, ich grüße zwar auch dich, aber die grüßt nie. Die ist, glaube ich, nicht nett. Die kleinen Dann sind wir wieder in unserem Kopf. Ja. Dann verarschen wir uns selber. Es ist irre, wie schnell wir dazu geneigt sind, Gründe dafür zu finden, nicht in die Handlung zu gehen. Gründe dafür zu finden, passiv zu bleiben, auf der Seitenlinie zu bleiben. Wir finden immer dafür irgendeinen Grund. Schau mal, es gibt sehr viele Beispiele im Baseball zum Beispiel. Fußball ganz genauso. Die Sportler, die während sie auf der Bank sitzen, sich warm machen. Ja? Deswegen sieht man das immer mehr bei den Top-Vereinen, dass die Leute sich die ganze Zeit warm machen. Diejenigen, die sich warm machen, da denkt dann der Trainer, wow, der ist ja vital. Okay, wenn ich jemanden jetzt einwechsel, dann nehme ich den, der hier gerade rumspringt. Der sieht so vital aus, so stark, voller Energie. Er will es. Ja, er will es. Alles klar, okay. Du bist eingewechselt. Und diejenigen, die auf der Bank sitzen, denken sich dann, oh, warum wird der immer eingewechselt? Der hat sich schon darauf vorbereitet, dass er jetzt eingewechselt wird. Der geht davon aus. Er hat direkt angefangen, sich warm zu machen. Obwohl er nicht mal wusste, dass er eingewechselt wird. Ja? Aber das sind diejenigen, die dann eher die Chance auch nutzen können, als diejenigen, die halt abwarten. Und klar, du könntest jetzt sagen, naja, aber wenn ich nicht weiß, dass ich eingewechselt werde, dann bleibe ich halt sitzen. Ich meine, ich werd nie eingewechselt. Das ist so wie, ich krieg nie eine Freundin, ich krieg nie Aufmerksamkeit von Frauen. Also warum soll ich was machen? Ich bleib einfach sitzen. Und das ist genau der Vergleich. Deswegen wirst du auch nicht eingewechselt. Aber wenn du sagst, ich pack mein Schicksal selber an, ich mache mich jetzt warm, und warm machen heißt ganz konkret, wie du gesagt hast, Makako, Leuten einfach mal Hallo zu sagen, auf der Straße, einem Fremden Hallo zu sagen. Wie schlimm kann das sein? Das macht man nicht. No, das macht man. Ich bestimme, was man macht. Ich bestimme meine Realität. Ich, Makako macht das, ich mache das, unsere Teilnehmer machen das, unsere Coaches machen das. Wir leben das vor, unsere Teilnehmer machen das nach und haben Ergebnisse. Diese ganzen Dates, von denen ich erzähle, die kommen nicht von irgendwoher. Die kommen aus der Gewohnheit, dein Leben anzupacken. Und das machen die Männer bei uns, weil wenn sie es nicht machen, kriegen sie den Arschtritt, manchmal auch mit Stahlkappe, aber der ist dann auch nötig und das weißt du auch. So, deswegen gibt es ja Coaches, deswegen gibt es Coaching, deswegen brauchst du manchmal einfach jemanden, der dir sagt, das ist jetzt zu tun, wenn du denkst, naja, ich weiß nicht, was ich tun soll, lieber bleibe ich passiv sitzen. Nee, und dieses kleine Hallo, diese kleine Begrüßung im Alltag, die führt manchmal zu einem kleinen Gespräch, zu einem kleinen Smalltalk. Was du bewirken kannst, indem du dann das kleine Hallo, die kleine Begrüßung an der Ampel nach 10, 20 Mal einfach fortführst. Mit einem, schönes Wetter heute, oder? Auch wenn sich das wie ein langweiliges Beispiel anhört, oder? Geht's Ihnen gut? Boah, es wird langsam kalt, oder? Bedien dich ruhig an diesen Beispielen, völlig okay. Solange wir anfangen zu realisieren, dass unsere Worte widerspiegeln, welche Ergebnisse wir vorherbeschwören. Und wir dann jetzt sofort, kannst du das machen, über deine Worte einmal Resümee zu ziehen und zu sagen, ich werde jetzt andere Worte verwenden. Let's go, here we go, let's do this, ne? Wie die Amis. Dann kannst du auch anfangen, diese Resultate herauszufordern und zu bekommen. Und das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied, der echt schon hier beginnt. Der echt schon dabei beginnt, wie du über Situationen nachdenkst. Geschehen sie einfach oder kreierst du sie? Ja. Fließt du nur mit im Laufe deines Lebens oder willst du Teil dieses Lebens sein? Ganz einfach. So, Aktivität, Commitment. Was ist Commitment auf Deutsch nochmal? Egal. Es wird so oft verwendet, dass wir es eigentlich schon benutzen können. Dein Commitment. Ja, dein Commitment. Im Business. Als ich die Leute angefangen habe, auf der Straße zu begrüßen, habe ich mir immer gesagt, ich begrüße eigentlich gar nicht die Menschen. Ich committe dieser Welt, dass ich da bin. Hey, ich bin da. Wow. Ich bin da und ich bin bereit für alles. Ich weiß zwar nicht, was als nächstes passiert,
aber ich bin bereit. Im Hinterkopf zu warten, macht sie das vielleicht. Nein, bist du nicht. Nein, doch, bist du. Und mit jedem Hallo, was du verteilt hast, und mit jedem Gespräch, den ich mit irgendeinem Radfahrer, Omi, Rentner, Straßenreiniger, Bäckersgehilfe, Dönerverkäufer geführt habe, habe ich mich immer wohler gefühlt. Ja, schönes Beispiel. Erinnert mich an ein Sprichwort, das ich mal von Woody Allen gelesen habe. Wie viele wissen, habe ich ja für eine Weile in Hollywood gearbeitet. Und das ist ein sehr kompetitiver Markt. Also da musst du dich durchsetzen, da musst du zeigen, was du drauf hast und wirklich 110% geben, ne? Die extra Meile gehen. Ich erinnere mich da an eine Situation, wo wir einen Musikvideodreh hatten und die Extras sind nicht aufgekreuzt. Die Statisten sind nicht aufgekreuzt. Wir hatten viel zu wenige Statisten. Der Musiker war da, der Sänger war da, wir hatten ein paar Mädels, der sollte in der Bar, sollte der in der Mitte singen und sich bewegen und außenrum sollten die ganzen Mädels stehen und so eine ganze Story, wie er mit dem Motorrad anreist und dann ist er in der Bar und fängt an zu singen. Und wir hatten keine Zivilisten, wie heißt das? Statisten. Und der First Assistant Director und der Produzent haben gesagt, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Ich habe das mitbekommen und ich habe gesagt, what do you need, what's going on? Und er hat gesagt, We need extras. We don't have any. Und ich so, okay, how many do you need? Er hat mich schon angeguckt mit, was willst denn du machen? Willst du dir aus dem Hut zaubern oder was? Und ich so, I don't know, like 10, 15 oder sowas. Okay, I'm on it. Bin rausgegangen, direkt vor die Tür und hab alle Mädels, die vorbeigelaufen sind, angesprochen. Direkt so, hey, you wanna be in a music video? Are you hungry? We have food. It's all for free. Also, wir haben Essen, wir haben Caterings, alles umsonst. Willst du ein Musikvideo sein? Willst du einfach mal, du musst nichts dafür machen, das ist ganz entspannt. Du bist einfach nur am Außen, setzt dich hin, stehst da, genießt ein bisschen und kannst ein bisschen futtern. Mega geil. Hast du Lust? Hast du Lust? Und es haben sich Mädels angereiht. Ich habe innerhalb von 20 Minuten die 15 und mehr da reinbekommen. Und der Produzent war baff, der gesagt, oh, jetzt können wir ja doch loslegen mit dem Musikvideo. Krass, der Dreh ist nicht unterbrochen, keine Panik. Mega! Und er hat mir eine richtig schöne E-Mail dann am selben Abend noch geschrieben, wo er gesagt hat, Andy, also wirklich super wertschätzend, schön lange E-Mail, ich weiß, du wirst das weit bringen, du hast heute echt was bewiesen und mega geil und danke, dass du mitgemacht hast und super schön, also allein der Satz, du wirst das weit bringen, ich weiß, du wirst das weit bringen, hat er gesagt, ist war sehr schön zu hören, aber es war, um ehrlich zu sein, eine Reflexion dessen, was ich erschaffen habe. Ja? Und der Satz, an den ich denken muss von Woody Allen, wurde in Hollywood oft gesagt, ist, 50% des Erfolges ist es, einfach nur aufzukreuzen. Einfach nur da zu sein. Und das betrifft, was du gerade gesagt hast. Wenn du Hallo sagst, wenn du Leute begrüßt, dann präsentierst du dich einfach der Welt, hier bin ich. Es kann losgehen. So, ich bin bereit, ich mache jetzt was. Und damit hast du gezeigt, dass du, ja, 50% des Erfolges bist du schon gegangen in dem Moment. Ne? Riesenunterschied. Das ist cute. Ja, finde ich. Ja, Basics. Stimmt, mir fällt gerade auf, wir reden heute ab absolute Basics und wie wir uns selbst setten. Gott, dieses bekloppte Denglisch, was ich gerade heute benutze. Wie wir uns selber dafür bereit machen, den Tag überhaupt erst zu beginnen. Uns bereit machen, die erste Kommunikation zu starten. Damit wir später sagen können, ich habe keine Ahnung, wie man Frauen anspricht. Das ist ja wie beim Joggen. Wenn du nicht laufen kannst, solltest du erstmal anfangen zu atmen. Und den rechten Fuß vor den linken Fuß zu setzen. Das sind Babyschritte, aber nötige Schritte. Und ich glaube, damit ist eigentlich schon das Wichtigste gesagt, was dieses Thema angeht. Fang an zu atmen, fang an mit Menschen zu sprechen, egal wie. Ja, wenn du wissen möchtest, wie du das in einen Flirt verwandelst, um noch einen Schritt weiter zu gehen, helfe ich dir sehr gerne dabei, www.interessewecken.de. Schau dir an, was wir dir dort erzählen, um dort die ersten Flirt-Elemente einmal aufzuschnappen, wie du mit Frauen agieren kannst. Schau dir einfach mal das Erklärvideo an, das findest du hier. Und ich freue mich, dich auf der anderen Seite zu sehen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche hier auf dem Kanal für mehr Motivation und mehr Flirts. Bis dahin.